begrüße euch zu einer spätabendlichen Folge Paper Mario Color Splash. Zumindest für mich spätabendlich. Ihr werdet das wahrscheinlich wieder so. Wann werden die denn immer so hochgeladen? 18, 19 Uhr sehen? Kann das sein? Mal sehen. Wahrscheinlich voll der Fail jetzt, weil es wahrscheinlich um 3 hochgeladen wird. Whatever. Wir werden nun dem Professor des Gutschlüsselblume. Egal, im Mammutbaumforst suchen, denn dort sucht er seinen Kettenhund, den er irgendwie total gerne mag. Und ja, wir brauchen ihn aber, um in die Kupfermine zu kommen. Und zumindest brauchen wir eine Erlaubnis und wow, mir gefallen die Farben hier. Die Farben sind total knallig. Und da wir jetzt powerful sind, können wir Goombas direkt mit einem Hammerschlag erledigen und müssen nicht mehr in einem Kampf gegen sie antreten. Oh yes. Aber hier wird sehr, sehr viel verdeckt von der Sicht. Da kann man sehr, sehr leicht mal was verpassen. Und die Musik ist sehr minimalistisch. Aber es sieht natürlich wunderbar aus, wie die gesamte Grafik in dem Spiel. Aber das muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Ich habe den Professor und das Katharinchen hier vorbeikommen sehen. So klein und flink, wie sie ist, konnte sie wohl aus ihrem Halsband schlüpfen und ausbüchsen. Der Professor ist jedenfalls hier gewesen, aber ich konnte sie nicht sehen, wo sie hingelaufen sind. Oh, du Pfeife. Du musst doch gucken, wo die hinlaufen. Hier ist überall nichts Farbloses. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Ah, okay. Kommt ein bisschen grüne Farbe raus. Ja, sonst ist hier irgendwie... Die Bäume werden größer. Kann da... Und die Blöcke auch. Ist das etwa so eine Art Gigantodschungel? Naja, okay, Mammutforst könnte passen. Oder... Okay, es wird definitiv alles größer und zwar deutlich. Nice. Sag mal, Mario, bilde ich mir das nur ein oder stimmt hier irgendwas nicht? Ich kann aber nicht genau... Hey, guck mal da! Schau mal. Wie er mit den Augenbrauen gewackelt hat. Ah, ich hab's. Alles ist riesig. Na dann geben wir ihm doch mal. Den ersten Angriff habe ich nicht bekommen. Holy. Ich denke mal mit... Wir nehmen wir doch gleich mal den großen Sprung. Ich habe ja schon ins Museum gepackt. Und dann gucken wir noch, ob Hüpfpushen was anrichten können. Das heißt, wir können den großen Sprung jetzt zum ersten Mal einsetzen. Okay, exzellent. Oh nein, die Hüpfpushen verkackt, nicht dein Ernst. 16 Damage. Was ist los? Wow, 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 wow. Okay, jetzt werden wohl andere Kaliber aufgefahren. Zum Glück habe ich noch den zweiten Sprung rein, weil der erste hat nicht gereicht. Und der zweite auch nicht, oder? Als ob der noch lebt. Wieder 16 Damage. Was ist los? Ja, dann geben wir jetzt noch mit einem Hammer den Rest. Okay, Leute, das wird heftig. Das wird echt übel, aber ist auch cool. Exzellent. Ich möchte jetzt aber auch dementsprechend was sehen, bitte. Am Preisen. Das war's. Ein bisschen Erfahrung. Keine Herzen, kein... Gar nichts. Ist ja auch ein bisschen schwach. Okay, das könnte interessant werden, Freunde. Weil ich... Ja, wenn ich jetzt hier dagegen haue... Ja, jetzt könnte ich sie kaputt hauen. Muss ich sie kaputt hauen? Ich will sie nämlich nicht kaputt hauen, weil ich sonst nicht darüber komme. Wisst ihr? Aber dahinter könnte was sein. Ach du Scheiße, da ist schon wieder einer. Ich habe Angst. Ich gehe dem mal aus dem Weg. So, alles angefärbt. No! Bin ich da hochgekommen? Okay, aber habe ich noch einen Pickelhelm? Bitte lass mich noch einen haben. Bitte. Ja! Okay, dann hauen wir jetzt einen dreifach abgenutzten Hammer raus. Und dann setzen wir uns den Helm auf. Dann kann uns nämlich nichts. Ich hoffe, ich finde von denen noch ein paar mehr hier im Wald. So, sehr schön. Exzellent. Nur super.
und ein Spitze. Ja, hätte mehr sein können. Zack. Das hat ihm wehgetan. Wir haben kein Damage genommen. Oh, wir behalten den auf. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. So, wir nehmen einen dreifach abgenutzten Sprung. Und falls der nicht reichen sollte... Okay, ich glaube aber, der wird reichen. Oder? Nein, der wird nicht reichen. Doch, er reicht. Jetzt farme ich schon Münzen. Okay, gut. Ich hätte es aber interessiert, ob Mario jetzt den Helm wieder aufgezogen hätte, weil er hat ihn ja weggetan. Keine Ahnung. Und wir kriegen wieder einen glitzernden Erfahrungshammer, der uns viel Erfahrung bringt. Einen großen Hammer. Oh, ich glaube, ich muss jetzt auch gegen den kämpfen. Zack, wir hauen... Nein! Kein verhexter Karmic-Fight. Was stellst du an? Er löscht mein Kartenrad. Und er verwandelt alles in Pömpelkopien. Was zur Hölle? Was hast du da getan? No! Warum? Und ich habe den nicht eingefärbt. Ich bin dumm. Was zur Hölle? Das macht kaum Damage. Ich werde in dem Kampf draufgehen. Was ist... Okay, aber Moment mal. Das macht auch keinen Damage, weil ich es nicht eingefärbt habe. Weil ich ein Dulli bin. Trotzdem ist das sehr crazy. Aber ich krieg immer nur einen guten. Wie muss ich das timen? Okay, ein Hit können wir noch tanken. Aber ich muss jetzt die nächsten Karten dringend einfärben. So, jetzt kommt zwar eingefärbte Pömpel. Aber wir könnten jetzt dann gleich Game Over gehen. Wenn vier Pömpel nicht reichen werden. Oh man, diese Karmic-Fights sind einfach ultra random. Man kann sich einfach gar nicht auf die vorbereiten. Okay, aber vier Pömpel reichen hoffentlich. Weil wie gesagt, einen Hit kann ich noch tanken, ne? Aber es wird knapp. Mann, warum habe ich die ersten nicht eingefärbt? Ich bin so ein Trottel. Aber es ist ultra ätzend. Weil die Animationen so lange dauern. Und ich weiß einfach nicht, wie ich es timen soll. Das war jetzt eine Spitze. Warum auch immer. So, wie gesagt, einen Hit können wir noch tanken. Wenn ich den nicht geblockt hätte, wäre ich verdammt gewesen, ne? Wollte ich ja nochmal eben erwähnen. Wir haben noch genau einen KP. So, zwei eingefärbte Pömpel. Das muss jetzt reichen. Und mal wieder die Animation. Mit dem ultra sexy Pömpel. Das heißt ein super. Ich glaube, man muss drücken, wenn der sich löst. Bin mir aber nicht sicher. Ja, Fluch gebrochen. Die 300 Münzen, auf die kann ich verzichten. Ich brauche Herzen. Und zwar sowas von dringend. Das ist auch eine Farbe. Kann ich eine Karte verwenden? Nein, ich muss den Kampf einsetzen. Ich muss dringend im Kampf einen Pilz einsetzen. Ansonsten bin ich voll am Arsch. Und sieh mal einer an. Nice. Ein großer Sprung. Und eine große Hüpfpushen. Oder ein großer Hüpfpushen. So, ich brauche jetzt dringend einen Kampf, in dem ich einen Pilz einsetzen kann. Aber nicht gegen so einen Riesengumba. Ich habe Angst vor denen. Ein großer Huchhammer. Nice. Wir sammeln hier viele neue Karten. Aber ich habe Angst, Freunde. Ich habe einfach nur Angst, dass ich gleich hart verkacke. Oh, warum muss jetzt aber auch aussehen? Ist es random, wann der Karmic auftaucht? Oder 40 Herzen? Oder sind das vorprogrammierte Fights? Oh, sieh mal an. Ja,
Aber ich komme da nicht ganz ran. Ich muss da irgendwie von oben hin. Färben wir lieber erstmal den Boden ein. Ihr merkt, ich bin gerade etwas confused. Wir müssen da auf jeden Fall hoch. So. Dem kann ich nicht den Boden... Machen wir es von hier. Von hier dann darüber. Sehr gut. So, jetzt können wir das Ganze einfärben. Jetzt können wir es auch kaputt machen, vermutlich. Ja. Und dann können wir den Rest hier unten einfärben. Also, ich glaube, hier gibt es viel Einfärbefläche. Also, es gibt viel Fläche zum Einfärben, aber es sind nur wenig farblose Flecken, weil die farblosen Flecken, glaube ich, einfach alle so riesig sind. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Ich weiß es nicht, ob ich da runter muss. Ich komme da eh nicht mehr hoch, ne? Ja, ich habe es eh schon vercheckt. Also, kann ich eher auf den Goomba gepflegt. Scheißen, aber muss ich jetzt dahinter oder hier lang? Dahinter ist jetzt eher der versteckte Weg gewesen, deswegen gehe ich mal hier lang. Möglicherweise finde ich hier irgendwas Geheimes. Vielleicht. Ich liebe die riesigen Münzen, die sind sau cool. Hier kommt wieder viel grüne Farbe raus. Farbe kann ich gebrauchen. Da man hier so riesige Flächen einfärben muss, verbraucht man auch ziemlich viel Farbe. Sehr schön, ein großer Hammer. Also nice Sticker kann man hier auf jeden Fall farmen. Hä? Nein! Oh, du trauriger kleiner Goomba, dir kann geholfen werden. Jetzt machen wir einen traurigen, riesigen Goomba. Er sorgt dafür, dass hier alles so groß wird. Kamek, du Sack. Aber der nervt. Kamek ist ein Charakter in diesem Spiel, der mich sehr nervt. Hast du es gesehen, Mario? Ich habe es gesehen und ich erzähle es dir. Diese Gestalt mit Brille und dem komischen Hut kann angeflogen und hat diesen Goomba vergrößert. Oh, dann hat der alles hier so groß gemacht? Glasklarer Fall. Tut mir leid, das ist dieser Vergrößerungszauber. Ich werde versuchen, nicht mehr so zu schreien. Er hat auch seine Sprechblase vergrößert. Kann ich da jetzt drüber laufen? Oder muss ich jetzt irgendwas gegen ihn tun? Nein, ich komme da nicht hoch, ne? Nein, ich komme da nicht hoch. Aber von hier komme ich auch nicht an ihn ran. Das heißt, ich kann hier aktuell nichts tun. Dann geht's hier wohl zum Secret Exit dieser Welt. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als nach rechts zu gehen. Und von hier komme ich dann hoffentlich dahin, wo der große Goomba ist. So mein Plan. Ob der aufgeht? We will see. Boah, wie viele Riesengumbas hier sind. Sheet! So, schön. Die Fläche eingefärbt, ohne dass der Goomba mich gesehen hat. Oh, jetzt war er zu schnell. Jetzt war er zu schnell. Da gab es für mich kein Entkommen. Aber mit zwei großen Hämmern. Oder einen großen Hammer, einen großen Sprung. Können wir ihm vielleicht direkt ein Ende bereiten. Auch wenn ich es nicht glaube. Das war nur eine Spitze. Reicht es? Nein! Ich hab das Timing verkackt! No way! Oh nee! Oh, das ist jetzt hart unnötig. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Oh Mann, ich bin so ein Trottel. Ganz... Oh, no joke. Ich bin echt eine Affe. Da mache ich es mir aber auch selber unnötig schwer. Sehr gut. Immerhin mit den Hüpfwurschen exzellent hinbekommen. Drop was Geiles. Die droppen echt nur Scheißdreck. Ich nehme an, hier ist ein Secret... Nein, hier ist kein Secret Block. Aber ein großer Hammer. Also, gute Sticker kann man hier wirklich farmen. In den Welten, wo dann alles ja normal klein ist, sind dann diese großen Sticker richtig übermächtig. Aber um hier lebend durchzukommen, brauche ich auf jeden Fall nochmal Herzen. Wir sind fast wieder full life. Und irgendwie den Erstangriff gegen die kriege ich nicht hin. Das ist irgendwie... Aber mein Hut passt übrigens zum Wald. Wollte ich nochmal so erwähnt haben. So, wir machen das nochmal. Großer Hammer, großer Sprung. Jetzt verkacke ich das Timing nicht und wir werden diesen Goomba direkt perfekt killen. Naja, mehr Spitze leider nicht drin. Und es reicht. Nice. Also, man hat es hier gar nicht so schwer. Einfach nur fleißig die Sticker sammeln und eine Goomba-Karte. Very nice. Stimmt, die haben wir auch noch nicht. Die muss auch noch ins Museum. Leider keine Mega-Goomba-Karte. Das wäre cool. Stellt euch mal vor, man könnte im Kampf so Mega-Goomba rufen.
Das wäre schon... Das hätte was. So, hier rüber. Ich möchte das bitte umhauen, weil da könnte farblose Fläche sein. Ist sie, glaube ich, aber nicht. Ich schaue mal auf den Boden. Nein, sieht nicht so aus. Das ist alles weiß. Oh nein, noch eine riesige Wand, die wir irgendwie einfärben müssen. Hey, Moment mal. Das ist eine riesige Münze. Eine Riesenmünze. Wir sind reich. Was in seinem Weg einfällt, sie jetzt zu transportieren. Wenn wir genug Farbe hätten, sie einzufärben. Nein, das wird hier nichts, Mario. Tut mir leid, dass ich dir die Hoffnung gemacht habe. Wir sind nicht reich. Außer wenn Freundschaft zählt, was ich tue. Ja, okay, ich glaube, das brauche ich hier gar nicht machen, oder? Ich verstehe dich ja, ich will diese Münze auch haben. Aber manche Dinge sollen mir einfach nicht sein. Du verschwendest nur deine Farbe. Ich mache trotzdem weiter. Weil ich dran glaube. Das muss doch irgendwie machbar sein. Du bist im Goldfieber, Mario. Reiß dich zusammen. Sammel mir doch ein paar nicht ganz so große Münzen und bring dich auf andere Gedanken. Wisst ihr, allein weil es geht, hau ich weiter, weil immer wieder ein neuer Dialog kommt. Oh nein, verdammt, okay, kommt doch kein neuer. Ja toll, aber beim Riesengumba kam ich ja auch nicht so wirklich weiter. Shit! Ich weiß es bei beiden Sachen nicht, wie es weitergeht. Dann muss es ja für mich hier hinten weitergehen, aber ich habe keine Möglichkeit gesehen. Ausschneiden. Nein, doch nicht. Vielleicht bei der Münze ausschneiden? Das ist das Einzige, was ich jetzt noch nicht verwendet habe. Oder einfach hier runterhüpfen. Ich bin aber auch ein Trottel. Ich habe nur irgendwie immer so im Gefühl, dass man von Brücken nicht runterfallen kann. Hier geht's ja auch nicht. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Oh Mann, ich bin so blöd. Na dann, friss das! Und jetzt hat endlich mal der Angriff geklappt, auch wenn der nicht viel Damage macht. Nein, gar nicht. Aber ich habe einen großen Hammer und noch einen großen Hammer. Und wenn ich den großen Hammer mindestens einmal auf Exzellenz schaffe, dann könnte ich den auch so killen. Zweimal Spitze reicht. Leider kein Exzellent, aber ich wollte auch nochmal sicher gehen, bevor ich dann ins Exzellent verkacke und dann am Ende gar nichts rauskommt, dachte ich mir so, lieber zweimal ein bisschen früher drücken. Übrigens haben wir gleich wieder einen höheren Farbstand. Aber an der Münze kommen wir leider trotzdem nicht vorbei. Das ist das Problem. Ein großer Hochhammer. Ist hier was? Hier könnte doch auch ein farblos Fleck sein. Das sieht so verdächtig aus. Aber nein, hier ist nichts. Schade. Ich finde, hier hätten sie den Entdeckermut schon mal belohnen können. Aber nope. Es werden nur die offensichtlichen Dinge gelten. Der Rest ist irrelevant. Hier da oben ist ein Tod. Und da ist ein Farbstern. Das heißt, wir haben das erste von zwei Zielen erreicht. Und das zweite Ziel ist dann vermutlich hinter der großen Münze. Aber brauche ich dafür dann nicht irgendwie den großen gelben Farbstern oder so? I don't know. Ich sammle hier auf jeden Fall nochmal so viel ein, wie ich kann. Aber ich komme da noch nicht hin. Ich komme da noch gar nicht hin. Und was ist das? Was ist das denn? Eine Art Kette vielleicht. Der Professor könnte sie verloren haben. Wie sagt... Oh, da ist jemand da. Ist das der Professor? Mein Kette. Ja, es ist er. Hallo? Entschuldigung, wenn ich Sie störe, während Sie leise vor sich hinweinen. Aber sind Sie der Professor? Der Professor für Altkramologie? Wir bräuchten eine Erlaubnis, um die Ausgrabungsstätte zu betreten. Für die Wissenschaft. Genau. Ich bin Professor Taut. Experte für Altkramologie. Aber das ist alles egal. Wichtig ist nur, dass ich mein Name des kleinen Skaterinchen wiederfinde. Das heißt ihre Kette. Ich hoffe, es geht ihr gut, wo immer sie jetzt gerade ist. Mein Name ist kleines Skaterinchen. Wir haben leider keine Neuigkeiten für sie. Vor unserer Suche nach den Farbstein ist uns ihr Katharinchen leider nicht begegnet. Kennt sie den Weg nach Hause? Vielleicht wartet sie da schon. Jetzt rastet er aus, oder? Nö. Jetzt ist er happy. Prächtig, so muss es sein. Sie ist bestimmt wieder in heimatlichen Gefilden.
Mein Katharinchen ist nicht so süß. Sie ist auch unglaublich klug. Sie wusste sicher sofort, was sie tun sollte. Entschuldigt mich, aber ich muss mich sputen. Ich kann es kaum erwarten, ihr Lieblingsantlitz zu erblicken. Ich eile, mein Katharinchen. Warten Sie, Professor. Wir bräuchten wirklich diese Grabungserlaubnis. Natürlich, natürlich. Aber dafür muss ich euch zu meinem Anwesen bemühen. Ich bin auf dem Weg, mein Katharinchen. Zoom. Na, der schien ja glücklich zu sein. Hoffentlich wartet sein Katharinchen wirklich zu Hause auf ihn. Ja, ja, du hast gerade eine Lüge erzählt, mein Freund. Ich wollte sie mitnehmen, geht aber nicht. Aber wir können uns vermutlich den... Ich guck kurz, ob hier irgendwas farblos ist. Nein. Wir können uns den Farbstein hier sichern. Dann haben wir schon mal einen von zwei Exits hier im Mammutforst gefunden. Und wir haben den Professor einfach mal eiskalt angelogen. Und gesagt, ja, ja, Katharinchen ist daheim. Aber wir kriegen hoffentlich die Grabungserlaubnis. Wir werden sehen. Da ist aber auf jeden Fall eines der zwei Sachen, weswegen wir hergekommen sind. Und ich hoffe, wir haben auch bis zu diesem Zeitpunkt alles eingefärbt. Ich weiß natürlich, dass hinter der großen Münze noch was zum Einfärben ist. Also ich erwarte ja noch keine 100%. Aber ich hoffe schon relativ viel. Oh, und das führt mich weiter. Nochmal in den Wald, aber nicht mehr in den Mammutforst. Da sind die Bäume wieder kleiner hier. Ah, und mir wird sogar angezeigt, dass hier die große Münze ist. Wir haben 80%. Könnte passen. Keine Ahnung. Hier unten ist Bonsai-Hain. Das sind Bonsai nicht... Bonsai sind doch diese kleinen, ganz kunstvoll geschnörkelten Bäume, ne? Die man so übelst sensibel pflegen muss. Wird bestimmt auch cool. Freunde, beim nächsten Mal gehen wir zum Professor und hoffen, seinem Hund geht's gut. I don't know. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Hübi. Habt noch einen schönen Tag.